Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir müssen uns nun nochmal an Filch vorbeischleichen, und zwar um den Abstieg zum Turm zu wagen. Und es wird schwerer als der Aufstieg. Weil jetzt kommt die Katze. Mrs. Norris, ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Blödes Mikro. Ja, und da kommt auch schon die echte Katze. Doch nicht. Naja, die virtuelle Katze jedenfalls ist speziell darauf gedrillt von Filch. Blub. Speziell darauf gedrillt, irgendwie Schüler zu jagen und aufzuspüren. Ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris. Du hältst von oben aus Wache. Ja. Flupp. Schweb. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal aufgehört. An mir kommt ihr ja nicht vorbei, ihr Drecksgören. Soweit ich weiß, haben wir hier das letzte Mal aufgehört. Schnell mal Flipendo. Die Katze patrouilliert hier. Schnell, Harry. So. Von wegen, Filch. Wir kommen an dir vorbei. So. Eindringling! Ja, Filch. Eindringling, oh mein Gott. Die Hunnen sind hier. Und ich habe hier keinen Timer. Ich weiß also nicht, wann die 15 Minuten vorbei sind. Also werde ich es mal wieder frei Schnauze machen. Gleich kommt Mr. Filch hier hinkommen. Ja. Halt die Klappe, Katze. Bitte verrat mich nicht. Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Ja. Da ist die Katze. Okay. Geilo! Die Katze ist vom Hals geschafft worden. Ich glaube, genau, jetzt müssen wir hier lang. Oh, der fast kopflose Nick. Hallo. Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Der Wie kennt mich. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Nick, ich bräuchte deine Hilfe. Ich bin unsichtbar, aber du bist ein Geist, also kannst du mich sehen und ich brauche deine Hilfe. Oh. Ja. Nick weist uns jetzt den Weg. Nee, da nicht. Da ist er. Die Katze steckt hier fest, kommt nicht hoch. Das ist ein Bug, der war schon immer da. Den haben die Macher von EA Games auch nie behoben. So, das ist Filch. Ich krieg dich. Darauf kannst du wetten. Scheiße. Nochmal neu. La 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 la. Hoffentlich rennt Filch nicht gerade hinter mir her. Nee, tut er nicht. Gut. Blub. So, Harry fliegt. Und fliegt, wie nur ein Sucher es kann. Hep. Und hep. Oh, das sind Bohnen. Da gehe ich aber jetzt noch nicht hin. Och, Nick, jetzt bist du weg. Gut. Da lang also. Dupdi-dupdi-du. Da bist du, Nick. Ach ja, es macht ja so viel Spaß, hier rumzuhüpfen. Scheiße. Jetzt kommt die Katze hoch. Hüpf. Bitte komm nicht hier hin. Gut. Oh Gott, die Katze faucht.
Hüpft die hoch? Ja, sie hüpft hoch. Schafft's aber nicht, dumme Katze. Aha, hier geht's noch lang. Hier gibt's wahrscheinlich die drei Bohnen. Yep. Ich mag keine fauchenden Katzen. So, da schlendert Nick dahin. Weiset uns den Weg. Geht's hier lang? Nö. Hier geht's wieder in die Bibliothek. Da ist eine verschlossene Tür. Okay, dann geht's hier lang. Spiegel. Oh nein, Skype. Scheiße, ich hab nicht auf beschäftigt gestellt, egal. Oh. Wow. Ja, doll, Harry. Doll, doll. Ein Spiegel. Gibt's hier irgendein Geheimnis? Kann ich den Spiegel drehen, vielleicht? Kann ich vielleicht hinter den Spiegel gehen? Ich kann ihn nicht anzaubern. Noch nicht. Er wird später noch wichtig. Wie wahrscheinlich ganz viele Harry Potter-Fans wissen. Im Spiegel Nerhegib. Und Harry, seine Eltern. James und oh. Lily Potter. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich wow. ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Warp Zone. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen kann. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Dumbledore ahnt etwas. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Oink! Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Miau, aber klar doch, du alter Sack. So. Die Kitty Cat bewacht jetzt, wie Filch gesagt hat, die Bibliothek, also wird die uns erstmal nicht behelligen und wie Filch allerdings diese Wand mit Magie belegen konnte, ist mir schleierhaft, weil, naja, er ist kein richtiger Zauberer, er kann eigentlich nicht zaubern. Hallo. Vielleicht war es irgendein... irgendein Vertrauensschüler oder was auch immer. Ich glaube, ihr hört das Klicken von meiner Maus, oder? Habe ich nämlich in den letzten Videos gemerkt. Ich habe Bohnen bekommen, gut. Deswegen habe ich, muss ich das Mikro ein bisschen umstellen. Ich bin heute wieder ein bisschen, naja, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade Kaffee trinke. So, alle Humora. Aha, ich bin in der Bibliothek. Ah, jetzt bin ich da, genau. Ja, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Juhu. Die wird lustig. Da dürfen wir endlich mal wieder den Schwebezauber anwenden. So viel sei gesagt. Schwebezauber ist so schön. Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Wie ist die Katze da hingekommen? Also einen Buckel kann die Katze machen, das muss man ihr lassen. Oh je. Wo ist er denn jetzt hin?
dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Ich will die Bohne haben. Die wurde mir zwar schon ein paar Mal zum Verhängnis, aber... Ich will die Bohne haben. Hep! Und jetzt zeige ich euch, was mit Lieblingslevel gemeint ist. Erstmal... Warten, bis Fisch vorbeigeht. Und einen Schluck Kaffee trinken. Ach, da hätte ich ja noch massig Zeit gehabt. So. Das eine Gewicht geht jetzt rauf. Nein, in der verbotenen Abteilung. So. Schauen wir mal, wo die Katze ist. Oh Gott, da kommt sie gerade. Oh, Skype, nerv nicht. Geh weg. Mann, da hätte ich mich vorbeischleichen können. Scheiße. Naja, muss ich halt warten. Ich verstecke mich am besten immer hinter dieser Säule, dann sehen die mich garantiert nicht. So, jetzt geht das zweite Gewicht ein Stück nach oben. Den gleichen Spaß. Uah, genau, ich habe ganz vergessen, dass die Katze hierher kommt. Och, Skype, halt die Fresse. Oh, jetzt dachte ich schon, die Katze springt auf mich zu. Dummes Katzenvieh. Skype, bitte. Oh Gott, da ist Filch. So, schnell vorbei. Heps. Jetzt geht das zweite Gewicht ganz nach oben. Ist die Katze hier? Anscheinend nicht. Das ist gut. That means... Letztes Ding anheben und auf das Hogwarts-Wappen drauf. Ich komme. Dafür werde ich dich verbannen. Juhu. Ich weiß, ich mag Peeves nicht, aber dieses eine Mal bin ich ihm dankbar. Naja, dieses zweite Mal. Okay, Mrs. Norris bewacht den Eingang. Geht die Katze schnell vom Eingang weg und jetzt. Ho, ich hab's geschafft. Okay. Ich mach einfach weiter. Ich cutte dann halt. Was ist denn jetzt los? Oh, Fred und George? Piep. Aha. Schöner Mechanismus. Bip. Oh ja, das ist jetzt auch cool. Einfach mal schön mit drauf. Also die Szene ist echt cool gemacht. Skype nervt nicht. Ich habe nämlich eingestellt, dass immer wenn ein Kontakt online geht, ich eine Benachrichtigung bekomme unten rechts. Was mich total nervt. So. Wir sind jetzt in Fred und Georges Geheimversteck, legen natürlich den Tarnumhang ab.
Hallo. Hey Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Woher wissen die das? Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Ah. Vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ja, sorry, Leute, wegen der Unterbrechung. Meine Mutter hat natürlich, mitten in einer Aufnahme mal wieder angerufen und ich habe aus Versehen die Aufnahme beendet. Also haben wir nicht gesehen, welche Karte wir jetzt, also wie Fred die Karte heraufbeschworen hat, aber ihr habt nicht sonderlich viel verpasst, weil ich gleich danach wieder angestellt habe, wie ihr vielleicht gesehen habt. Deswegen sammeln wir die Bildkarte auf. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, das wird ein neuer Part. Ich weiß nicht, wie lang der alte Part geworden ist. Aber, naja. Schauen wir mal. Okay, weiter geht's. Wir verlassen den Turm und lassen Filch in seiner Ungewissheit. Der verbotene Korridor. Ja! Hermine, Ron und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Mit diesem Stein kann man das Elixier des Lebens herstellen. Ein Zaubertrank, der einen unsterblich macht. Kein Wunder, dass jemand hinter dem Stein her ist. Jeder würde ihn gern besitzen, sagte Harry. Ich starre die Bücher an. Dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich der Stein der Weisen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weisen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Snape benimmt sich irgendwie verdächtig. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weisen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor 10 Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Dann wird er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Ja, immer noch. Wir sind 3 elfjährige unausgebildete Zauberer. Und Snape ein voll ausgebildeter. Was soll schon schief gehen? Was ist mit Filch? Er beobachtet ständig den verbotenen Korridor. Wir müssen es einfach versuchen. Die fette Dame schaut auch wegen komisch. Sieht ganz so aus, als hielte sich Filch heute Nacht irgendwo anders auf. Tja, er sucht immer noch den entflohenen Schüler. Hahaha. Okay. Das letzte Level beginnt. Das ist noch ziemlich lang. Wie ihr seht, wir haben 23 Bildkarten. Und zwar... Habe ich die eigentlich schon vorgelesen? Ich lese sie einfach mal vor, weil ich habe irgendwie schon alles wieder vergessen. Eleanor Catteridge, 1659 bis 1729, entdeckte die Verwendung von Dianthuskraut, als sie ihren Kopf in einen Eimer Wasser steckte, wobei sie allerdings fast erstickte. Das ist ein bisschen komisch formuliert. Eleanor Catteridge hat das Dianthuskraut entdeckt. Und wie jeder gute Harry Potter Leser weiß und Schauer, das Dianthuskraut dazu dient, dass man unter Wasser atmen kann. Also ist dieses Wobei falsch. Hengist of Woodcroft, Mittelalter, Daten unbekannt, wurde von Muggeln aus seiner Heimat vertrieben und lebt der Sage nach in Schottland. Dort hat er das Dorf Hogsmeade gegründet. Das Drei Besen ist angeblich sein Elternhaus. Helga Hufflepuff, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der 4 Häuser benannt. So eine hübsche Hexe. Rowena Ravenclaw, Mittelalterdaten unbekannt, Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der 4 Häuser benannt. Ja, und die letzte Bildkarte befindet sich hier, in dieser Truhe. Also die vorletzte. Die letzte bekommt man ja, wenn man... Ah, Schokofrösche.
Und wir bekommen einen sehr jungen Zauberer. Also der sieht zumindest sehr jung aus und sieht aus wie ein Quidditch-Spieler. Werden wir doch mal gleich nachgucken, was das Roderick Plumpton, 1889 bis 1987. Wow, der wurde 98. Cool. Sucher des britischen Quidditch-Teams fing in 3,5 Sekunden den Schnatz und hält somit den britischen Rekord. Wow. Das ist echt schnell. Upsala. So. Los geht's. Mit 24... Hier lang, Harry. Ja. Mit 24 Bildkarten und auf jeden Fall mehr als 250 Bohnen im Gepäck begeben wir uns jetzt nun zur ersten Aufgabe. Ich glaube, dass das Knurren von hier kam. Hörst du das? Wir sollten da besser nicht reingehen. Aber wir müssen Snape aufhalten. Weiter, Harry. Wir sind direkt hinter dir. Das böse, grausame Etwas. Hä? Süß! Auf die Idee kommen, so ein Monster zu nennen. Ich probier's mal mit der Flöte. Vielleicht schlägt Fluffy dann ein. Der sieht ja knuffig aus. So. So, du schläfst. Wow. Scheiße, genau. Der rechte regeneriert sich viel zu schnell. Der linke regeneriert sich am... Weiter, weiter, Harry, los! Du... Und jetzt du! So! Fluffy schläft jetzt! Oh, das sieht süß aus! Ich hab den mir größer vorgestellt. Willst du zuerst gehen, Hermine? Nein, will ich nicht. Gut, wir sehen uns dann gleich. Hoffentlich. Ach, komm schon, Ron. Es ist alles in Ordnung. Die Landung war weich. Ihr könnt ruhig springen. Komm schon, Harry. Und wer ist der Einzige, der schreit von den dreien? Harry natürlich. Boom. Ich weiß, was es ist. Das ist eine Teufelsschlinge. Das nächste Mal werde ich in Kräuterkunde besser aufpassen. Hilfe! Das ist eine Teufelsschlinge! Das wissen wir bereits, Hermine. Geh nicht zu nah an die Tentakel ran. Incendio! So, wir müssen jetzt... ich rede mal ein bisschen lauter, weil diese Tentakel auch laut sind. Die Tentakel davon abhalten, Mine und Ron zu verschlingen. Skype nervt jetzt nicht. So. Hermine. Bitte, lass mich Ron doch anwählen. Ja, toll. Jetzt rede ich erstmal Hermine oder was? Erstmal schön Ron retten. Bleibt mir bloß vom Leib. Ich will nur meine Freunde retten. So. Hermine. Ron. Hermine. Ron. So. Eigentlich hätte ich auch Lumos zaubern können. Wie gesagt, ich hätte eigentlich auch Lumos zaubern können. Dann wären sie so viel einfacher gewesen. Och, nö. Diese Aufgabe hasse ich. Wie die Pest. Ach, nee. Es ist Zeit, dein Quidditch-Wissen in die Praxis umzusetzen. Hoch. Okay, wie ging das nochmal? Wie ging die Besenstäbe nochmal? Schlüssel. Schlüssel. Da ist er.
Ich hasse es, wenn er diese Kehrtwende macht. Komm schon. Diesmal scheine ich ihn schneller zu fangen. Scheiße. Komm schon, Harry. Warum füllt sich die Anzeige so langsam? Komm schon, ich bin noch ganz nah an dem dran. Okay, jetzt geht's von vorne los, das süße Spiel. Komm schon, oh Mann. Ich achte eigentlich gerade nur auf die Anzeige da. Komm schon. Ich mache gerade Vollgas. Jetzt muss es aber hinkriegen. Bevor er wieder die Kurve macht. Er macht die Kurve. Nicht wahr? Machst du die Kurve? Nein, er macht nicht die Kurve. Ich warte einfach, bis er wieder die Kurve macht. Komm schon. Komm schon, du Schlüssel. Jetzt. Jetzt. Und hepp. Ja. Woo! Ich bin gut. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Muhaha. Gut gemacht, Harry. Mal sehen, wo es da hingeht. Ja, ja. Wartet ruhig nicht auf mich. Nö. Ich halte nur den Schlüssel weiter in der Hand. Hä? So, das Schachspiel. Das nächste Rätsel besteht aus einem riesigen Schachbrett. Ron hat es bereits betreten, um ein Spiel zu beginnen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, das hoffe ich auch, Hermine. Erstmal speichern. Das ist jetzt ein kleines Logikrätsel. Oh, Ron, bist du okay? Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Jetzt musst du weitermachen, Harry. Oh. Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Sei bitte vorsichtig. Also, ich glaube, ich muss auf dem Weißen das Spielbrett beginnen. Genau. Immer wenn sie diagonal zu einem stehen, also zu dem anderen, dann bekämpfen sie sich. Okay, ich glaube, jetzt muss ich erst nochmal hier lang. Ja, genau. Boom. Okay, jetzt haben wir der Bauer und der. Okay, jetzt nochmal hier lang. Hier lang. War das falsch? Nein, gut. Okay. Fertig. Los jetzt! Ja, Hermine. Was ist mit Ron? Den lassen wir da einfach liegen, oder was? Das Finale. Ist aber noch lang nicht. Jetzt kommt nämlich erstmal Snapes Rätsel. Wir sind an Fluffy vorbei, von Hagrid. Wir sind an der Teufelsschlinge vorbei, von Professor Sprout. Wir sind an den fliegenden Schlüsseln vorbei, von Flitwick, glaube ich.
Und wir sind am Schauspiel vorbei von McGonagall. Eigentlich käme jetzt noch ein Troll von Quirrell, aber der wurde hier wohl rausgenommen. Aber ich muss hier erstmal ein Lob an die Ear-Games-Leute aussprechen. Wie genial sie diese Aufgaben gemacht haben. Die haben sie direkt aus dem Buch übernommen. Zum Beispiel das hier, was jetzt kommt. Das ist nicht im Buch, nicht im Film vorhanden. Das ist nur im Buch vorhanden. Natürlich, die Aufgaben sind etwas einfach, aber hallo? Ich find's trotzdem toll. So. Snapes Aufgabe. Oh nein! Der Ausgang ist durch ein magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Der hier sieht so aus, als könnte er uns dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Okay. Ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. Das ist jetzt der Trick an der Sache. Ein kleines Schieberätsel. Und ich weiß genau, welches es ist. Ich muss mich jetzt konzentrieren, deshalb rede ich jetzt nicht so viel. So, vorne rechts ist eine Ausgangsposition, war das? Wieder die gleiche Position. Das ist wirklich verwirrend. Zwar muss man da jetzt kein Rätsel lösen, sondern sich einfach nur merken, wo die Flasche ist, aber hey, ist doch cool. Hier ist es diesmal. I know it. Moment, ich gehe mal besser um den Tisch herum, bevor ich noch die falsche anwähle. Gut gemacht, Harry. Ja. Du hast den richtigen ausgewählt. Juhu. Du musst Snape alleine finden. Ich gehe zurück und helfe Ron. Viel Glück, Harry. Ladidadida, ich schwebe die Treppen hoch und lass dich mal alleine, okay. So. Flupp, erstmal durchs Feuer und natürlich, hier steht eine Kiste. Mit einem Schokofrosch, yay. Und nein, es ist nicht Snape, der da steht. Wo ist er? Wo ist er? Quirrell. Was tut er denn hier? Ist er etwa hinter dem Stein her? Aber das ist doch völlig unmöglich. Ich meine, er ist doch so unschuldig. Kann ich nicht mal, Mist, ich kann nicht abspeichern. Fick dich, Arschloch. Flipendo. 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 Wow. Flipendo. Der schießt Todesflüche nach uns, oder was? Flipendo. 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 Weppe.
Jetzt gerade versagt mal wieder meine Tastatur. Ja, genau. Schieß weiter Todesflüche nach mir. Wird dir aber nicht gelingen. Wow. Das war aber ganz knapp an meinem Ohr vorbei, Junge. Haha. Sie hätten ihn mir nicht beibringen sollen, Professor. Genau, Professor vor allem. Habe ich den gerade mit Flipendo abgewehrt? Harry! Und natürlich wieder eine kleine Unterbrechung. War ich denn jetzt? Ah ja, genau. Ich bin vor den Todesflüchen geflüchtet. Skype, nerv nicht. Au. Gut, er kann mich nicht mehr erreichen. So. Hallo, da bin ich. Ich kann den nicht besiegen. Verfluchter Potter! Diesmal wirst du nicht so einfach davonkommen. Diesmal? Okay. 4 Schokofrösche, das will was heißen. Das heißt nämlich, wir stehen vor dem Endboss. Und ich sage euch, das wird nochmal ein großer Kampf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen beim großen Finale. Also bis dann. Ciao.